Wenn ihr uns 4000 Kilometer durch Namibia und Botswana begleiten wollt, bleibt dran. Wir erleben das Central Kalahari Game Reserve, die Makgadikgadi Salzpfannen, wir sind im Moremi Wildreservat, fahren durch die Savuti-Region an die Chobe River Front und wir lernen den Kaudum Nationalpark kennen. Die Autos sind beladen und das Gruppenfoto geknipst. Es kann also losgehen mit unserer Reise. Auf dem Trans-Kalahari Highway fahren wir nach Botswana. Das Linksfahren ist für uns noch etwas ungewohnt. Der Grenzübergang war übrigens kein Problem. Am Nachmittag erreichen wir dann unseren Campingplatz auf der Tautona Lodge. Die Lodge ist wegen angeblicher Verwicklungen in einen Löwenhandel umstritten und deshalb kaum besucht. Am nächsten Morgen verlassen wir den Asphalt, um in das Zentral-Kalahari Game Reserve zu fahren. Am Zaugate wird das Dach neu gedeckt. Das ist halt ein Outdoor-Büro. Das Empfangskomitee besteht aus Borstenhörnchen, Giraffen und einem Weißbürzel Singhabicht. Wenn man die Springböckchen hier so ansieht, kann man kaum glauben, dass die zierlichen Antilopen Geschwindigkeiten bis zu 90 Stundenkilometer erreichen und dabei Sprünge über 10 Meter machen können. Und hier üben sich zwei Nebelkrähen im Synchrontrinken. Die Riesentrappe kann 1,30 Meter groß und je nach Geschlecht bis zu 19 Kilo schwer werden. Sie zählt zu den größten und schwersten flugfähigen Vögeln. Das Zentral-Kalahari Game Reserve ist größer als Dänemark und es gibt nur 58 einfachste Campsites. Feuerholz sammeln ist übrigens verboten und das hätte unser Reisebegleiter wissen müssen. Wir hatten dann auch Flying Bananas, Gelbschnabeltokos, zu Besuch. Durstige Bienen stürzten sich auf ein paar Wassertropfen. Und in der Nacht streunte ein Schakal auf der Suche nach Essbarem durch unser Lager. Wir bleiben im Norden des Parks und verbringen den Tag mit Pirschfahrten. Bald lugen zwei Kudu-Mädchen aus dem Gebüsch. Bei den Oryx-Antilopen tragen sowohl Männchen als auch Weibchen mächtige Hörner, die bis zu 1,50 Meter lang werden können. Das Steinböckchen mit seinen großen Ohren wiegt dagegen nur rund 11 Kilo. Im Guinness-Buch ist der Honigdachs als das furchtloseste Tier der Welt gelistet. Kaum 30 cm hoch legt sich das Tierchen mit Löwen, Büffeln und den giftigsten Schlangen an. Possierlicher sind dann schon die Löffelhunde, die mit ihren großen Ohren die leisesten Geräusche der Termiten ihrer bevorzugten Beute in deren Bau lokalisieren. ‚70 km/h schaffen Strauße im Sprint. Dabei sorgen die Federn für eine sichere Kurvenlage. Auch die gemütlich wirkendere Giraffe kann Spitzengeschwindigkeiten von 60 km pro Stunde erreichen. Und zum Feierabend haben wir noch eine Gackeltrappe und einen Weißscheitelwürger. Heute fahren wir weiter nach Osten in die Makgadikgadi Salzpfannen. In der Nacht gingen die Temperaturen bis an 0 Grad runter. Wir haben zum Glück unsere eigenen Schlafsäcke mitgebracht und entsprechend gut geschlafen. Den anderen war es in den zur Verfügung gestellten Schlafsäcken zu kalt. Wir haben ihnen dann noch einen aus unseren Beständen geliehen. Wir entdecken bei einer technischen Pause einen Hasen. Früher war hier ein 60.000 Quadratkilometer großer und rund 30 Meter tiefer See.
Vor etwa 10.000 Jahren trocknete er aus und ließ eine meterdicke Salzkruste zurück. Heute sind hier die größten zusammenhängenden Salzfallen der Welt. Mahari-Khari bedeutet ausgedehntes, lebloses Land. Wir erreichen dann Kubo Island, eine beeindruckende, mit Baobabs bewachsene Granitformation. Dieser Ort ist seit Menschengedenken ein heiliger Platz und für die San ein Ort der Kraft und des Rituals. Reiseberichten zufolge haftet diesem Platz heute noch etwas Mystisches an. Mit unserer komischen Gruppe blieb uns diese Magie leider verborgen. Wir verlassen das Flusspferd, wie Kubo auf Setswana heißt, und fahren tiefer in die Salzpfanne auf der Suche nach einem Übernachtungsplatz, den wir dann auch irgendwo im Nirgendwo finden. Um uns herum ist kilometerweit nichts und niemand. Keine Infrastruktur, kein Strom, kein WLAN und auch keine Toilette. Wer muss, muss weit gehen und einen Spaten mitnehmen. Damit wir es nicht vergessen, sei noch erwähnt, dass unser Reisebegleiter sich beim Kochen heißes Öl über die Hand gekippt hat. Aua! Fast unheimlich ruhig. Naja, wenn man vom Schnarchen einiger Mitreisender absieht. Für heute ist es der Plan, tiefer in die Salzpfanne einzudringen. Wir sind ja, so sagt er, mit dem einzigen Anbieter unterwegs, der mit seinen Gruppen die vorhandenen Spuren verlassen würde. Nature Trekking wirbt damit, dass es mit Hilfe der erfahrenen Reisebegleitung möglich sei, diese einsamen Regionen als Selbstfahrer mit der nötigen Sicherheit zu befahren. Eine entsprechende Ausrüstung im Führungsfahrzeug setzen wir voraus. Ein kinetisches Bergeseil sei jedenfalls an Bord. Und außerdem, es hat ja schon lange nicht mehr geregnet. Wir biegen also nach links ins Salz ab. Es macht schon Spaß, durch diese weite Ebene zu kacheln. Unter uns knirscht die Kruste. Dann ist es passiert. Zuerst haben wir einen Funkspruch unseres Reisebegleiters so verstanden, dass wir uns wegen feuchter Bereiche im Salz zusammenziehen sollen. Und dann sind wir mit zwei Autos eingesackt. Es sieht zwar unspektakulär aus, aber wir stecken richtig fest. Dem aufmerksamen Offroader wird auffallen, dass es sich bei dem Seil nicht um ein kinetisches handelt. Den anderen sei gesagt, dass die Bergeausrüstung für diese Aktion ungeeignet ist. Wenn man denn von Ausrüstung sprechen mag. Mit viel Schaufeln, Graben, Luftablassen und auch Glück bekommen wir zwei Fahrzeuge wieder frei. Das ursprünglich freie Auto unseres Reisebegleiters steckt aber dafür jetzt so tief im Schlamm, dass wir es beim viel zu späten Abbruch der Aktion zunächst zurücklassen. Den Abschluss meines Geburtstages fährt uns unser Reisebegleiter auf dem Weg durch den Busch zur Lodge in Ganzi auch noch davon. Wir haben zwar ein Navi, aber die Tracks sind oft nicht genau zu erkennen, sodass wir uns einige Male verfahren und den Weg verlieren. Mit deutlicher Verspätung und stinksauer erreichen wir dann irgendwann doch noch unsere Unterkunft. Die Lust auf ein Abendessen ist uns gründlich vergangen. Nach viel zu viel Frustwein geht es dann hungrig ins Bett. Danke, Armin, für diesen unvergesslichen Tag.
Am nächsten Tag fahren wir ohne unseren Reisebegleiter auf einer richtigen Straße nach Maun. Armin hat inzwischen 5 Einheimische organisiert, mit denen er zurück ins Salz fährt. Dort werden sie mehrere Stunden lang einige Kubikmeter Schlamm bewegen und den Hilux ausgraben. Am späten Abend trifft dann auch Armin in der einen Safari-Lodge ein. Ich war übrigens 2014 schon mal hier. Da gab es noch einen Fluss. Wir erreichen mit dem Horemi Game Reserve das älteste Naturschutzgebiet in Botswana. Giraffen, Kühe und Bullen haben ja vorne diese kleinen Hörner auf dem Kopf. Sprießen dort schwarze Haarpuschel, handelt es sich um Weibchen. Die Kerle scheuern ihre Haare immer beim Raufen ab. Die Gabelracke ist nicht nur ein hübscher Vogel, sondern auch ein guter Jäger. Ihre Beute sind Insekten, Raupen, Skorpione und Spinnen. Impalas sind eigentlich die am häufigsten vorkommende Tierart im südlichen Afrika. Ich glaube, die zwei hier sind die einzigen, die wir auf unserer gesamten Reise gesehen haben. Tommy, langsam vorbei, aber schnell. Was wisst ihr von diesen grauen Riesen, außer dass sie groß und schwer sind? Ja, sie haben einen Rüssel und das ist ein Meisterwerk der Evolution. Bis zu 1,50 Meter lang, 130 Kilo schwer und mit 40.000 Muskeln versehen. 40.000! Nur im Rüssel. Und dann hat er auch noch 2.000 Riechgene. Doppelt so viele wie die Hunde, 5-mal mehr als wir Menschen. Die Dickhäuter riechen damit Wasser in 10 Kilometern Entfernung und orten schmackhafte Nahrung auf lange Distanzen. Sie unterscheiden über mehrere Kilometer zwischen Familie und anderen Artgenossen, sowie zwischen Freund und Feind. Sie unterscheiden jagende Maasai-Krieger von friedlichen Stämmen. Mit empfindlichen Tasthaaren erkennt er kleinste Unebenheiten. Der Elefant kann mit dem Rüssel kleinste Dinge feinfühlig greifen oder sich Sand vorsichtig aus dem Auge reiben. Er kann aber auch schwerste Stämme kraftvoll aus dem Weg räumen. Mit dem Rüssel fressen die Riesen nicht nur, sondern sie trinken damit auch. Sie saugen bis zu 10 Liter an und spritzen es sich dann in den Mund. Und beim Durchqueren eines Flusses dient der Rüssel als Schnorchel. Und das alles ist nur der Rüssel. Tolle Tiere. Giraffe. Für sie ist Trinken lebensgefährlich. Die Vorderbeine sind noch länger als der Hals und deshalb muss dieser lange Lulatsch einen Spagat hinlegen. Aus dieser unbequemen Haltung kommt er bei Bedrohung durch Löwe und Co. nicht schnell genug raus. Giraffen trinken deshalb nur alle 2 Tage. Den Großteil ihres Flüssigkeitbedarfs decken sie aus Futterpflanzen und so schafft ein ausgewachsener Bulle gut 130 Kilo Pflanzenkost am Tag. Hat sich ein Fahrzeug festgefahren und gleich ist Stau. Aber wir kommen vorbei und fahren in den Feierabend. Die heutige Unterkunft an der Third Bridge war eine schöne und angenehme Überraschung. Am frühen Abend haben wir noch Besuch. Heute haben wir noch 100 Kilometer durch den Moremi zu fahren. 7 Stunden werden wir brauchen, bis wir unser Camp am Kwai River erreichen. Die Nacht war kalt, also schnell Sachen einpacken und los in die aufgehende Sonne. Aufregung am Gate. Ein paar Wild Dogs rennen viel zu schnell vorbei. Der englische Name für das Streifengnu ist Blue Wildebeest, wobei Wildebeest ursprünglich aus dem Afrikaans stammt und wildes Rind bedeutet. Ein wartender Kappengeier, Grund für uns, noch aufmerksamer zu schauen. Hier ist definitiv was im Busch. Eine Löwin knabbert am Riss der Nacht. Ich glaube, es ist für uns ganz angenehm, dass das Opfer nicht so gut zu erkennen ist.
Bis zu 30 Kilo Fleisch pro Mahlzeit können erwachsene Löwen verschlingen. Da darf der Bauch schon mal durchhängen. Paviane sind mir irgendwie unheimlich. Wenn man wegen der Tiere länger stehen bleibt, macht man in der Regel den Motor aus. Und dann spann das Führungsfahrzeug nicht mehr an. Die Batterie war plötzlich entladen, vermutlich ein Zellenschluss. Ich habe Armin dann erstmal aus dem Busch geschleppt. Mit unserer Zusatzbatterie konnte er sein Auto wieder starten. Und es geht weiter über eine spannende Brücke zur Mbuli Campsite mit fantastischer Aussicht auf viele Elefanten. Apropos Wasser. 70 bis 150 Liter trinkt ein Elefant täglich. Zusätzlich braucht er bis zu 400 Kilo Nahrung am Tag. Ein Elefant täglich. Okay, die Menge schaffen wohl nur die ganz Großen. Aber in Summe frisst so eine Herde schon ordentlich was weg. Und jetzt erinnert euch mal an die Giraffe, die ca. 130 Kilo täglich futtert. Addiert die Mengen mal. So langsam fange ich an zu verstehen, warum Regen hier so nötig wäre. Das Futter geht aus und die Tiere verhungern. Die Bilder sind übrigens von unserem Campingplatz aus entstanden. Armin hat uns allein gelassen. Er ist nach Maun unterwegs und versucht, eine neue Batterie zu bekommen. Undokumentiert bleibt, dass ich heute Nachmittag noch eine Herde Paviane verscheuche. Ebenso undokumentiert bleibt, dass des Reisebegleiters Fahrt nach Maun a. erfolglos und b. unnötig war. Neuer Tag. Heute fahren wir durch die Savuti-Region, die bereits Teil des Chobe-Nationalparks ist und mit zu den besten Tierbeobachtungsgebieten in Botswana zählt. Na mal sehen, was wir sehen. Hier am Mabade Gate steht es noch einmal ganz klar formuliert. Offroad Driving is strictly prohibited. Diese Hinweise stehen fast überall. Wir hatten doch diese Reise genau wegen Offroad gebucht. Mach mal ein typisches Giraffengeräusch. Kennst du nicht? Giraffen bilden Töne im tiefen Infraschallbereich, die für das menschliche Ohr nicht hörbar sind. Diese Laute werden auch durch die Erde über Dutzende von Kilometern übertragen. Ähnlich kommunizieren noch die Elefanten und die Blauwale. Als Gott die Tiere erschuf, kam das Gnu als allerletztes an die Reihe. Es lagen noch ein paar Teile rum, die von anderen, bereits erschaffenen Tieren übrig geblieben waren. Gott wollte diese Teile nicht verschwenden, sondern fügte diese zusammen. So bekam das Gnu den Kopf des Warzenschweins, die Hörner der Kuh, den Bart der Ziege, den Nacken des Büffels, ein paar Streifen des Zebras, den Rücken der Hyäne, den Schwanz des Pferds und das Hirn des Viechs. Wenn das Gnu aufgeschreckt wird, läuft es instinktiv davon. Nach einiger Zeit vergisst es aber, was das Problem war und dreht sich um, um nachzusehen, warum es eigentlich weggelaufen ist. Darüber freut sich dann der Löwe, der die Sache keineswegs mit dem Gnu ausdiskutieren will. Geklaut von die abenteuerliche Idee. Sind wir in Tobodes Bush Lodge angekommen. Warum sind wir eigentlich immer so früh fertig? Die besten erlaubten Uhrzeiten für Pirschfahrten liegen zwischen 6 und 9 sowie zwischen 15 und 18 Uhr. So schön es ist, nicht so früh aufstehen zu müssen. Aber irgendwie starten wir stets zu spät, fahren ohne Mittagspause durch und sind dann viel zu früh im Camp. Nicht, dass es uns hier nicht gefallen hätte. Die Sanitäranlagen am Platz waren sauber und gepflegt. Das Abendessen auf der Terrasse am Wasserloch war ausgesprochen lecker und zum Gucken gab es auch noch was.
Um 9 ist Abfahrt. Gegen 12:30 erreichen wir ungefähr 20 Kilometer hinter Kasane das Senjati Safari Camp. Schon von unserem Platz aus können wir dann Tiere kommen oder gehen sehen. Highlight ist das Wasserloch mit Beobachtungsbunker. Man kommt hier sehr nah an die Elefanten ran, wenn man denn einen Platz bekommt. Die Planung von Nature Trekking sieht für heute nur einen halben Tag Pirschfahrt an der Chobe River Front vor. Viel Zeit ist das nicht. Afrika. Hi, 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 hi. Der am besten erschlossene Bereich des Parks ermöglicht großartige Tierbeobachtungen. Aber gerade deswegen tummeln sich auch die Fahrzeuge der Hotels und Lodges in diesem Parkbereich. Die Tiere sind an die Autos gewöhnt und bleiben total entspannt, wenn wir auftauchen. Von der Nasen bis zur Schwanzspitze können Nilwarane bis zu 2 Meter lang werden. Der hier ist noch nicht so groß, hat aber eine urzeitliche Gelassenheit. Mit ihren Eckzähnen können sich Warzenschweine gut verteidigen. Sie nehmen es sogar mit großen Raubkatzen wie Leoparden auf. Hauptsächlich werden die Haue aber zum Graben benutzt. Ob das dem zweiten Hippo gefallen hat? Scheiß der den an. Africa, all the Nandak of your world, you got it, I'm gonna be the one to hold you.
Africa, Benadero, Africa, Benadero, Benadero. Und mit dieser Erde verabschieden wir uns aus dem Showbiz. Bevor wir auf unseren Campingplatz fahren, kaufen wir noch einmal Lebensmittel ein. Wir haben den Nationalpark so früh verlassen, weil nachher noch eine Bootsfahrt auf dem Chobe-Fluss vorgesehen ist. Wir sind auch pünktlich losgefahren, waren pünktlich an der Anlegestelle, rechtzeitig auf dem richtigen Boot, nur um dann zu erfahren, dass uns unser Reisebegleiter den Parkvoucher nicht mitgegeben hat. Wir hätten natürlich, wie das andere Paar, den Eintritt nochmal bezahlen können, aber es geht ums Prinzip. Armin hätte daran denken müssen. Wir waren aber auch letztes Jahr erst auf dem Fluss, sonst hätten wir vermutlich auch noch einmal bezahlt. Als wir nun vorzeitig am Zeltplatz ankamen, war der Veranstalter nicht nur überrascht, sondern auch beleidigt. Er. Gestern waren wir ja auch schon mittags hier und hatten Freizeit. Wir verbrachten dann den Rest des Tages am Wasserloch. War auch schön. Da hinten, hinter dem Zaun, beginnt übrigens Simbabwe. Mit den Büffeln kommt dann noch etwas Aufregung ans Wasserloch. Heute machen wir blau. Die anderen sind nach Simbabwe zu den Victoria-Fällen unterwegs. Aber da waren wir ja erst letztes Jahr. Wir glauben, dass der Zambezi zu wenig Wasser führt und sich der Ausflug dorthin kaum lohnt. Wir kümmern uns um die Wäsche, kopieren die Fotos und Videos auf den Rechner und faulenzen am Wasserloch. Schade, dass es hier auf dem Campingplatz kein Restaurant gibt.
Heute steht uns eine lange und langweilige Etappe bevor. Über den Caprivi-Streifen kehren wir nach Namibia zurück. Tagesziel ist die Mahango Safari Lodge am Okavango-Fluss. Unterwegs begrüßt Armin einen Polizisten, der ihm letztes Jahr bei einem Unfall in seiner Gruppe sehr geholfen hat. Armin, nächstes Mal musst du ihm aber was mitbringen, gell? Heute Abend kommt das Song. Das war der Mann. Kurz vor unserem Ziel halten wir bei den Popa Falls. Die Stromstellen kann man gesehen haben oder auch nicht. Auf der Zufahrt zur Lodge wird uns nochmal bewusst, wie gut es uns geht. Für uns gibt es gleich kaltes Bier und warme Duschen. Es geht in den Kaudum Nationalpark, in eines der unberührtesten Naturschutzgebiete Namibias. Wegen der dort widrigen Bedingungen ist er kaum besucht. Er ist schwer erreicht und befahrbar. Offiziell werden je Gruppe mindestens 2 echte Geländewagen, Verpflegung für mindestens 3 Tage pro Person und 100 Liter Wasser je Auto empfohlen. So viel hatten wir nicht dabei, hat auch keiner kontrolliert. Wir haben große Erwartungen. Laut unserem Guide fahren wir durch extremen Tiefsand und die zweitschwerste Offroad-Strecke in Namibia. Bislang hätte sich auf dieser Etappe noch jeder festgefahren, außer ihm natürlich. Problemlos und ohne Festfahren erreichen wir gegen Mittag das Nordgate. Einziger Campsite im Park, Kaudum im Norden, hat insgesamt 6 Stellplätze für je 3 bis 4 Fahrzeuge. Der Platz ist super. Es gibt einen Grill- und Essbereich, eine saubere Toilette und eine Dusche, die wir mit Holz anheizen können. Und die Aussicht ist fantastisch. Und wir sind die einzigen Gäste, wenn man von dem Elefant da unten absieht. Kurz nach 16 Uhr brechen wir nochmal auf. Armin fährt bei den anderen mit. Weil die Tiere hier gleich fliehen, sollen die einen links, die anderen rechts herumfahren. Unterwegs realisieren wir, dass wir auf einer Runde mit mindestens 75 Kilometern geschickt wurden. Bleib stehen! Im Tiefsand. Und in 2,5 Stunden geht die Sonne unter. Das kann nicht funktionieren, selbst wenn wir keine Tiere sehen. Am Borega-Wasserloch halten wir deshalb nur ganz kurz. Vor dem Zao-Wasserloch blockieren uns Elefanten den Weg. Nicht nur die Tiere sind hier nervöser, aber alles ist gut und wir kommen durch. Brechen wir dennoch ab und kacheln fast mit Vollgas auf der nun bekannten Strecke zurück ins Camp. Wir bleiben im Kaudum Nationalpark und fahren die Wasserlöcher ab. Um 3:15, also wieder viel zu früh, sind wir dort, wo eigentlich das Sikareti-Camp sein soll. Der Reisebegleiter scheint überrascht, dass hier nichts mehr ist. Wir werden also wild auf den Überresten campen. Blutschnabelweber stellen mit 1,5 Milliarden Vögeln die größte wildlebende Vogelart. Man hat schon Schwärme mit mehreren Millionen Tieren gesehen. Unsere hier ist viel kleiner.
Wenn man auf Pirch einem anderen Fahrzeug begegnet, hält man an und tauscht die Sichtungen aus. So haben wir gestern schon von den Löwen hier am Elefantenkadaver gehört. Warum der Kadaver mitten auf der Piste liegt, ist unklar. Ich vermute, die Löwinnen haben ihn dorthin gezerrt. Sicher ist, das war kein Verkehrsunfall, obwohl auch das vorkommen soll. Eigentlich beginnt heute die Rückreise. Mittags erreichen wir die Zumkwe Lodge, die für eine Nacht okay ist. Freundlichkeit und Kulinarik haben aber Luft nach oben. Über die Waterberg Guest Farm, die uns sehr gut gefallen hat, geht es zurück nach Windhoek. Ich tue mich diesmal schwer, den Bericht abzuschließen, weil mein Fazit eventuell schlechter rüberkommt, als die Reise war. Lasst es mich so versuchen. Afrika hat uns wieder einmal sehr gut gefallen. Unsere Erwartungen an die Reise und den Reisebegleiter wurden aber leider nicht erfüllt. Wir würden diese Reise nicht noch einmal machen, aber eine andere. Irgendwann in ein paar Jahren. Wir kommen wieder.